Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Meister Kalligraph. Und zwar müssen wir für diesen bei der World Quest Kalligraphie beweisen, dass wir ein würdiger Meister Kalligraph sind. Und zwar dürfen wir dabei nicht von der Linie abweichen, und zwar kein einziges Mal. Und da gibt es insgesamt drei verschiedene World Quests, wo wir einmal einen Kreis zeichnen müssen, einmal ein Quadrat und einmal ein Dreieck. Prinzipiell ist das recht easy. Ich habe jetzt hier gerade auch schon die World Quest am Start. Bei der Horde hatte ich sie, ich meine, in Zandala einmal hier in dem Lager. Da war, glaube ich, einmal die World Quest. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es da mehrere Standpunkte von gibt. Ihr findet sie auf jeden Fall, weil es eine Tortolana World Quest ist. Und ja, jetzt schauen wir mal rein, was wir genau machen müssen. Wir haben einmal hier die Nola, die können wir anquatschen und dann können wir schreiben, ich bin bereit. Und das Ganze geht jetzt hier los. Es wird ein Kreis vorgezeichnet in dem Fall, weil es jetzt diese Kreisschule ist und ihr müsst das Ding ablaufen und das verschwindet nach ein paar Sekunden. Und deswegen habe ich mir die Worldmarks aufgestellt, dass ich quasi ja so ein bisschen sehen kann, wo ich langlaufen muss. Und das war jetzt ja schon ein ganz guter Kreis gelaufen, aber hier, ihr habt es gesehen, nicht ganz perfekt. Ich bin jetzt etwa, ich will jetzt nicht lügen, aber fast eine Stunde hier rum im Kreis gelaufen. Es muss wirklich perfekt sein. Deswegen habe ich diese Marks aufgestellt. Wichtig, ich kann euch ein paar Sachen empfehlen. Das erste, was ihr machen könnt, ist einmal einen Raid aufmachen, dass die World Quest nicht abgeschlossen wird, weil jetzt wäre sie schon abgeschlossen und dann hättet ihr noch einen Try und müsstet auf den Zwing umloggen. Wäre blöd, deswegen einfach einen Raid aufmachen, dann zählt die World Quest nicht erst abgeschlossen, ihr könnt das so oft probieren, wie ihr wollt. Einfach nochmal anquatschen und weiter geht's. Ja, ich bin bereit, dann geht das Ganze nochmal los. Tipp Nummer 2 ist, nehmt euch dann die Raid Marks und stellt die Marker auf. Ich habe am Anfang hier komplett außenrum die gestellt, ein bisschen weiter auseinander. Besser ist es, wenn ihr nur den hinteren Teil markt, weil den vorderen Teil seht ihr ja noch so lange, bis ihr etwa hier bei Totenkopf seid und dann dementsprechend die restlichen Marks. Und schaut relativ von oben drauf. Und der letzte Tipp ist, nehmt euch viel Zeit und Geduld mit. Die werdet ihr brauchen, vor allem hier bei dem Kreisding. Die anderen beiden sind einmal ein Dreieck zeichnen und ein Viereck. Ich habe mir jetzt schon auch ein bisschen WoW-Head-Kommentare durchgelesen. Das soll anscheinend nicht so das Problem sein, weil da kann man gerade Strecken quasi marken und das scheint wesentlich einfacher zu sein. Ich habe die blöderweise jetzt die letzten Tage verpasst, diese anderen World Quests, weil ich heute erst eingestiegen bin mit. Werde ich jetzt aber morgen und übermorgen, ich hoffe, die ploppen auf, noch nachholen. Ich denke mal, aber mit Abstand wird der Kreis hier das Schwierigste sein und ich hoffe, die anderen kann ich ein bisschen schneller abschließen. Ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich vielleicht so ein bisschen einen kleinen Tipp geben, um das Ganze ein bisschen besser abzuschließen. Vielleicht noch was, was mir gerade einfällt. Benutzt keine Movement-Speed-Fähigkeiten, das macht keinen Sinn. Dann kommt ihr eher vom Weg ab und bleibt nicht ewig stehen, weil ihr müsst das relativ zügig abschließen. Also wenn ihr normale Movement-Speed hier rumläuft, ist es kein Stress. Eins, wo man stehen bleiben, geht auch. Aber länger rumgucken geht nicht, weil dann ist es auch gefailt, ne? Also ihr müsst es auch in einer gewissen Zeit hier abschließen. Aber auf jeden Fall keine Movement-Speed-Fähigkeiten, weil dann werdet ihr nicht genau diese Route nachlaufen können. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.